Willkommen zu F1s24 Audi Karriere. Wir sind in Season 2 und da sind Imola. Leute, ihr könnt mir tatsächlich glauben, das heutige Rennen wird kein Zuckerschlecken, aber es wird auf jeden Fall eine mega Überraschung geben am Ende. Also bleibt auf jeden Fall dran, abonniert gern kostenlos den Channel, lasst doch unbedingt gern ein Däumchen nach oben da und schaut auch gern auf Instagram und natürlich auch auf TikTok vorbei. Hier sind wir also in Acqua Minerali und ja, natürlich auch Imola, eine geschichtsträchtige Strecke, 4,9 Kilometer, 19 Kurven, lediglich eine DRS-Zone, dass das Ganze natürlich nicht ganz so einfach machen wird, wenn man von weiter hinten starten wird. Und ja, auch die Ergebnisse hier sind natürlich gerade im Qualifying sehr eng. Deswegen heißt es natürlich auch im Qualifying alles geben. Es geht mal rein in meine finale Qualifying-Runde. Ich habe mir einen Wingman quasi gesucht, der mich so ein bisschen ziehen soll. Ich bin auch einer der Letzten, die ja da über die Linie gegangen sind. Und der Wingman ist ausgerechnet mein Teamkollege. Also das war auch nicht abgesprochen. Ich habe einfach abgebremst, bis mich einer überholt hat. Und das war halt ja gerade noch eher. Erste Kurve, Scheitel verpasst. Toll, wirklich mega gefahren hier. Richtig beschissen von mir, aber egal. 3 Zehntel trotzdem gefunden. Also mein erster Versuch war noch schlechter. Hier Full Speed, volles Risiko in den Curb, innen voll Hardcore schneiden. Und wir haben 4 Zehntel gefunden und sind gerade mal 84.000stel schneller als Guan Yu Zhou auf P18. Was bedeutet, wir müssen auf jeden Fall im Mittelsektor, der mir persönlich sowieso besser liegt, noch einiges an Zeit gut machen. Hier geht's drüber, Full Speed, Alter, guckt euch das mal an. Diese Sektion ist absolut crazy. Dann geht's runter, Aqua Minerali, nichts verbremsen, nicht zu spät bremsen. Und da sind wir jetzt schon bei knappen 6 Zehntel. Die Zickzack-Schikane hier müssen wir ordentlich erwischen. Zack und zack, ja, leicht gerutscht. 8 Zehntel im Delta, Leute. Das könnte echt eine gute Zeit werden. Uns wird es eindeutig nach weiter vorne hoffentlich würfeln. 18. Platz für Lewis Hamilton nur noch. Das ist echt nicht gerade das Beste. Doch, der haut sich hier auf die, ja, in die erste Startreihe, glaube ich, war das sogar. P2, leichter Kiesbettrutscher hier. Hat trotzdem nichts viel Zeit gekostet. 1 Sekunde gefunden. Mal gucken in der Startaufstellung, wo wir starten werden. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde gestern startet Fernando Alonso von der Pole Position. Und Oscar Piastri macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Gasly, Norris, Verstappen, Perez, Hamilton, Leclerc, Albon, Stroll, Ocon, Bottas, Daruvala, Tsunoda, Sainz, Russell, Ricardo, der Professor, Sargent, Joe, Hülkenberg und Theo Pourchaire. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Hier sind wir also nun, es ist leider eher, ja, sagen wir mal, ernüchternd oder enttäuschend sogar. Ich meine, da, ich habe mir das die Seele aus dem Lab gefahren und dann ist es P17, wo wir starten werden. Also das ist wirklich eine riesen Klatsche und eine riesen Enttäuschung. Ich 18 sogar, sorry. Ich muss mich da echt beherrschen, dass ich da nicht die falschen Worte nehme. Aber dennoch, lights out und let's go. Wir gehen hier also rein mit dem gelben Reifen. Ein paar haben sich auch für den roten Reifen entschieden. Ich bin mir da eher unsicher. 22 Runden auf so einer Highspeed-Strecke, da gehe ich lieber auf Nummer sicher und gehe mit Gelb und Weiß. Es geht hier Richtung Turn 1 und da können wir mal gegen Daniel Ricciardo uns, sagen wir mal, behaupten. Es ist schon mal P17, wo wir hier sehen, doch George Russell und Guan, na, Yuki Tsunoda, ja, nein, da kann ich nicht drauf gehen und es ist ganz eine enge Sache hier. Also, ich probiere hier den Turn, gehe hier rein und kann da beide überholen. Das war natürlich auch schon mal klug. Hier außen probiert es aber jetzt wieder George Russell. Und der hat da auch Glück. Der geht außen vorbei. Die Dive Bomb hat trotzdem funktioniert, weil ich habe beide Racing Boots hier außen. Ja, das macht der klug, der Russell. Der bremst hier mitten in der Kurve. Und damit habe ich gar nicht gerechnet. Aber sonst hätte er sie vermutlich nicht bekommen. Jetzt runter Aqua Minerali. Beide Ferrari auch da hinten. Das ist eine riesen Überraschung bei ihren zweiten quasi Heim Grand Prix, der ja noch näher an Maranello dran ist als Monza selbst. Ist man nur auf P13 und 14, also ich meine, das ist eher Galgenhumor, weil das ist ein Trauerspiel. Vorneweg fährt wieder mal Fernando Alonso. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher, ob das alles noch mit rechten Dingen zugeht. Jetzt probieren wir es hier in die letzte, ja, Kurve rein, die vorletzte Kurve rein. Haben wir es geschafft, George Russell zu attackieren und wir sind bereits auf dem 15. Platz. 3 Plätze schon gut gemacht. Im Rest haben wir noch ein bisschen was, aber es wird nicht reichen, um auf der Geraden gegen Carlos Sainz sich durchsetzen zu können. Dennoch, sagen wir jetzt dran, aber jetzt blicken wir mal auf die Replay. McLaren und Aston Martin aus der ersten Startreihe und das schaut gut aus.
Alonso wirklich gut weggekommen und Pierre Gasly jetzt wieder da vorne. Was macht Pierre Gasly da vorne? Ich verstehe es einfach nicht. Mein Start an sich, der war grottenschlecht und auch die erste Kurve, da hätte ich ein bisschen mehr Risiko gehen sollen. Aber mir war es mal wichtig, den ja zu attackieren, weil halt gerade diese Racing Bulls oder ja, es sind die Racing Bulls, gerade die und auch natürlich Sauber, sowas willst du nicht vor dir haben. Die sind unends langsam und du kommst dann doch ganz, ganz schwer vorbei. Wir sind hier in Carlos Sainz dran in der zweiten Runde und der hält hier auch drauf. Ja, das musste ich. Ich habe keinen Winkel mehr gehabt, diese Kurve richtig anzufahren. Das war jetzt auch eher Sainz seine Schuld, dass der da wirklich bis zum Schluss dran bleibt, weil ich war eigentlich auf der Ideallinie und da muss er auch zurückstecken können, würde ich mal sagen. Sagt gern euren ja, Point of ja, Review. Ich bin da immer offen für Meinungen, auch wenn sie teilweise dann ja nicht für mich sind. Jetzt aber mal hier zurück zum Rennen. Dabei Waller probiert es. Bro, er zupft nach links, obwohl, ja, eine Linkskurve, das macht gar keinen Sinn, aber egal. Ja, Darubala kommt natürlich mit so einer Taktik nicht vorbei, aber wir quetschen uns hier in der gleichen Kurve wie seinen Teamkollegen, knöpfen wir ihn hier vor. Eine Runde später, Valtteri Bottas, natürlich das Problem des Ganzen, weil er gerade so ein Pilot ist. Wie hat es der überhaupt da nach vorne geschafft? Also der muss eine bombastische Qualifying-Runde gefahren haben, denn sonst bist du nicht mit einem, ja, was ist denn das, Kick sauber auf dem 12. Platz, also... Mein Qualifying war eigentlich auch stark, aber natürlich wären da auch noch 4 Zehntel sicher drin gewesen. Also da war schon der ein oder andere Fehler, der da nicht schön war. Da blinkt Bottas und wir werden es probieren und gehen da auch tatsächlich an der Innenseite. Ich rotte da auch extra mehr über den Körper drüber, um ihn da ja nicht irgendwie in Dross zu drücken und viele von euch glücklich zu machen, weil ich ja so ein Dirty-Fahrer bin. Und ja, die Strecke natürlich ist sie nicht gerade gemacht zum Überholen. Wir kennen alle Imola. Ganz, ganz eng, typisch italienisch, eng, viele Kurven, wenige Geraden, aber trotzdem verdammt schnell. Und ja, das sind natürlich die Kriterien für eine italienische Strecke, aber natürlich eher nicht für ein spektakuläres Rennen. Hier haben wir das Ganze noch einmal aus der ersten Runde und dieses ja, Double Dive Bomb Manöver, was nur halb geglückt ist, würde ich fast sagen. Wir zupfen da raus, aber an der Innenseite schlüpft dann halt Russell noch einmal kurz durch, hat aber auch ein paar Kurven später gut geklappt, ihn zu überholen. Wir sind bereits in der 5. Runde, ja. Natürlich hat Bottas hier eine riesen Lücke aufgerissen und das sind hier fast 2,5 Sekunden. Und die musst du halt jetzt mal wieder einfahren und vor allem natürlich müssen wir uns auch von Bottas oder gegen Bottas hier behaupten. Wir fahren natürlich mit TSC Mittel, Selbstschalten, Selbstbremsen und KI-Stufe 98 seit dieser Season tatsächlich. Also das wird auf jeden Fall auch spannend, wie es in Monte Carlo weitergehen wird, aber auch natürlich dann auf anderen Strecken, wo unser Auto auch in den letzten Season nicht gerade glänzen konnte. Sprich Spanien oder natürlich auch Katar. Also das sind dann alles Strecken, wo ich gespannt bin und gut drauf blicken werde. Jetzt aber mal hier zurück. Wir holen nicht auf. Also Con und auch Lance Stroll, die können da vorne gut wegfahren. 8. Runde mittlerweile und mein gelber Reifen lässt nach. Also ihr seht auch hier ein paar neben die Strecke kommen. Ich versuche natürlich die Pace aufrecht zu halten, weil Darubala mit dem roten Reifen hinter mir jetzt sogar wieder näher dran kommt. Ich habe keine Ahnung, wie der das macht oder wie der Reifen managt, aber das ist tatsächlich crazy. Und habt ihr mal gesehen, wie gut ich diese Kurve geschnitten habe, ohne eine Verwarnung zu bekommen? Und vor allem, dass wir auch noch hier 4 Zehntel aufgeholt haben. Also das ist wirklich die Macht des von Imola oder auch teilweise die Macht in Miami hast du auch so ähnlich. Wenn du durch diesen Mickey Mouse Sektor wirklich smooth durchkommst, kannst du bis zu einer Sekunde auf die Konkurrenz gut machen. Und das ist halt gerade das, was ich so faszinierend finde, an so Strecken, wo du halt wirklich einen kleinen Winkel hast. 1,4 Sekunden, 9. Runde. Ich habe echt kurz eine Überlegung im Hinterkopf, ob wir nicht früher stoppen sollten. Und doch, ja, ich gehe an die Box, wir probieren den Undercut und das wären dann gleich, das scheitert mein Teamkollege schon wieder aus. Nico ist leider wieder draußen und das ist tatsächlich ein Undercut gegen gleich ein paar Personen. Ich glaube fast gegen auch bis zu Leclerc vor, also dieser weiße Punkt. Jetzt heißt aber mal nur nicht den Stop verkacken, Jungs, weil das ist natürlich essentiell wichtig. Wir gehen auf den weißen Soft und ja, natürlich. Über 1,5 Sekunden, die wir hier zu lange gestanden sind und über die sich die Konkurrenz natürlich freut. Ich meine, ich würde es jetzt all in all nicht weiter zurückwerfen, weil ich eh 1,9 Sekunden weg war. Aber trotzdem ist es natürlich ärgerlich, wenn die Box da so ein bisschen, ja, so im Fokus steht und dann, ja, verkackt. Würde ich fast sagen. Jetzt muss ich halt alles in dieser einen Runde raus und mit dem harten, kalten und nicht gerade rennfreudigen weißen Reifen heißt natürlich jetzt noch einmal viel mehr Risiko eingehen,
viel mehr Rutscherei. Ich mag die Strecke dennoch. Jetzt gehen wir hier aus der Box raus und es ist uns mal gelungen, wieder vor Sainz rauszukommen. Aber der ganz große Clou ist es noch nicht ganz gelungen, denn wir haben Albon jetzt noch immer noch vor uns. Oder nein, ich glaube, der war noch nicht an der Box. Aber trotzdem, wir haben natürlich noch den größten Teil der Jungs da vor uns, weil halt alle noch nicht gestoppt haben. Gelb im ersten Sektor, das war ein Skyfall erster Sektor. Aber ich wollte natürlich jetzt trotzdem alles machen. Jetzt gehen die Spitzengruppe, beziehungsweise alle jene, auf die ich so ein bisschen drauf spicke, in die letzten beiden Schikanen da, Paraboliker, keine Ahnung, wie man das nennt, hier in Imola. Und da biegt auch jemand ab. Jetzt haben wir also direkt vor uns das Bild des Grauens. Der Esteban Ocon wird von Lance Stroll abgedrängt. Und da sehe ich meine Chance. Wir gehen mit dem ja schon aufgewärmten weißen Reifen hier an Esteban Ocon vorbei. Können wir auch gegen Stulovic was machen? Wird das funktionieren? Nein, hier kann ich nicht reinhalten. Das wäre einfach nur absolut psychopathisch und würde absolut nicht funktionieren. Aber wir werden es trotzdem versuchen in den nächsten paar Kurvenrunden. Ich bin dran und das ist echt ein gutes Zeichen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir vorne oder hinten dran sind, weil ich auch glaube, dass noch einige nicht gestoppt haben. Ich war ja nicht auf 11 oder so. Und jetzt gehen wir hier mal rein. Okay, das war sehr spät. Das war wirklich verdammt spät. Und das war halt wirklich nur Hitze des Gefechts. Oscar Piastri war ganz vorne und der ist nur 2 Sekunden von uns entfernt. Also ihr seht, ich rieche hier tatsächlich eine gute Luft. Und das wäre echt nicht ohne. 10. Platz wären wir aktuell mal. Aber wie gesagt, ich denke auch, dass einige noch nicht gestoppt haben. Und ich hoffe es vermutlich. Weil ich glaube, ein Albon fährt noch immer noch mit dem gelben Satz, mit dem er gestartet ist. Und Piastri, ja, der war safe schon an der Box. Also da bin ich mir fast sicher. Trotzdem müssen wir jetzt hier noch einmal baiten. Geht wieder keiner in die Box. Ich glaube, die waren wirklich schon alle drinnen. Das wäre ein riesen Schock. Aber es wird einiges erklären, muss ich sagen. Purple im letzten Sektor. Natürlich heißt es jetzt, die Pace aufrechthalten, nur nicht irgendwie verzagen. Und jetzt einfach hier reingrinden. Wir sind auf dem 9. Platz und sind jetzt an dieser Kampfgruppe dran mit Charles Leclerc, Alex Albon. Und ich glaube, die führt angeführt von Pierre Gasly. Also das ist alles eher eine Konkurrenz, gegen die wir unter gewissen Umständen tatsächlich auch uns durchsetzen könnten. Aber natürlich ist es jetzt mal drankommen. Das ist eine Riesengruppe, die bis zum 4. Platz reicht. Angeführt wird sie zwar nicht von Pierre Gasly, wie ich zuerst gemeint habe, denn angeführt wird sie jetzt von, ich denke mal, das ist Lando. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist nämlich, ich glaube, Gasly, der jetzt durchgereicht wird, weil er einen technischen Defekt hat. 10. Platz wäre natürlich echt ärgerlich, aber es sind halt noch 6 Plätze vor mir, die sich theoretisch alle überholen lassen könnten, wenn ich schaffen würde, mal dran zu kommen. Ins DRS-Fenster, das ist tatsächlich so ein bisschen mein Ziel und wäre natürlich der Jackpot. Aber das bedeutet auch, dass wir jetzt hier alles noch einmal in einen Sack werfen müssen. Wir sind fast im DRS-Fenster. 1,1 Sekunden. Die fighten halt auch hier wie die Deppen. Und hier, zack, rattern über den Innenkörper. Und jetzt sind wir eine halbe Sekunde hinter Alex Albon. Let the show begin. Wir sind hier in der 15. Runde. Sprich, also 7 Runden haben wir noch zu gehen. Und ja, diese 2 Kurven jetzt hier. Jetzt erst noch einmal hier rein. Wir sind also dran. Zack. Divebomb gegen Albon, aber der ist auch weit draußen, ist mir aufgefallen. Wir übernehmen den 9. Platz und verdoppeln auch unseren einen Punkt auf 2 Punkte. Auch Charles Leclerc, Oscar Piastri und Pierre Gasly sind hier ganz, ganz eng beisammen, aber auch ein, ja, ich weiß nicht, wer da noch dazwischen ist. Ganz schwer zu erkennen ist da auch noch. Und vorne hat es auch eine kleine Änderung gegeben, denn Fernando Alonso kämpft jetzt nicht mehr um den 1. Platz, sondern nur noch um P3 gegen Lewis Hamilton. Jetzt aber mal, 7. Runde. Wir springen also eine Runde weiter und werden so ein bisschen ins Fadenkreuz genommen. Die gehen zu dritter rein und Oscar Piastri, der kann gar nicht hier, der kann nur zugucken, wie das Ganze hier drunter und drüber geht. Lando Norris jetzt unter Bedrängnis von Sergio Perez. Was ist denn hier los, Leute? Wir sind im Windschatten an Oscar Piastri dran. Lasst uns mal hier dran saugen und wir müssen es jetzt irgendwie schaffen, mal einen Kick zu setzen, mal irgendwo reinzuhalten, mal irgendwie da vorbeizugehen. Denn wenn das jetzt nicht früher oder später passiert, werden wir es nicht mehr schaffen, da auch die vorderen Jungs, die werden uns da wieder davonziehen. Und jetzt ist auf einmal wieder Gasly, der vorne mal kurz echt extrem langsam geworden ist, führender dieser Gruppe. Und da kommt Piastri in die Strecke, aber auch
weil er mir so ein bisschen Platz lassen wollte. Da lasse ich ihn gern noch einmal ziehen, weil das auch zu asozial gewesen wäre. Hier kann ich auch nicht reingehen, dann nehme ich lieber das DRS auf der Geraden mit. Der wird zwar auch eins bekommen, aber das ist mir so lieber, auch wenn ich so vermutlich wertvolle Zeit und Punkte weghau, weil ihr kennt das Ganze. Es ist asozial, wenn man hier dumm drauf hält und irgendwie einen anderen so die Chance wegnimmt. Wir sorgen uns hier jetzt also an Oscar Piastri dran und es wird wieder nicht reichen und da geht Perez mit der Brechstange an Lando Norris vorbei. Na, durchdiskutiert ist das noch nicht und nein, hat nicht funktioniert. Ähnliche Kurve wie vorhin gegen Lance Stroll und wir übernehmen hier den 7. Platz und holen uns 6 Zähler. Vielleicht gehen auch noch die beiden Jungs da vor uns, denn die sind echt nicht weit weg. Es sind nur 5 Runden zu gehen. Und naja, 4 Runden und der Rest von dieser, sagen wir mal 4,5 Runden. Ich möchte mir immer so ein bisschen die Option offen halten. Zack, hier durch Aqua Minerali durch. An Perez sind wir jetzt nun dran. Die Zickzack-Kurve muss ich nur ordentlich schneiden. Aber natürlich auch keine Verwarnung mitnehmen. Das ist so geil. Ich liebe diese Kurvenkombi, die ist einfach zu geil. Wir saugen uns jetzt auch hier langsam aber sicher an Perez dran. Wird aber auch nicht reichen, um da irgendwie was auszusetzen. Auch er wird wieder DRS bekommen, was das Ganze natürlich wieder ganz, ganz schwierig machen wird. Der Einzige, der an diesem Kampf keine Hilfsmittel bekommt, ist tatsächlich Lando Norris. Und der ist auch gecatcht worden von Sergio Perez. Wir sind in der 19. Runde und ich muss jetzt irgendwie an Norris vorbei, ähnlich wie gegen Piastri. Nur diesmal waren wir fairer dran und wir haben hier tatsächlich beide McLaren hinter uns. Das wären tatsächlich echt eine Überraschung. 8 WM-Zähler. Und wir haben noch Gasly und Perez, aber auch unsere Reifen sind natürlich schon am Ende. Diese Strecke liegt dem Audi aber sowas wie vorn. Ich bin echt überrascht. Ich meine, das Qualifying war ein komplettes Desaster. Aber das Rennen hier ist tatsächlich eine riesen Überraschung. Gasly wurde mittlerweile von Perez überholt und ich bin mir auch nahezu sicher, dass wir gegen Perez nichts ausrichten können. Auch vorne hat sich einiges entschieden, denn wir haben, ja, oder halt noch nicht ganz entschieden. Jetzt ist nämlich wieder der Mercedes an Fernando Alonso vorbei, Lewis Hamilton gegen Alonso, wir wissen, das ist eine explosive Sache, da geht es immer drunter und drüber zwischen den beiden und spätestens nach ihrer gemeinsamen Season bei McLaren sind die beiden Jungs nicht gerade die besten Freunde. Gasly ordentlich im Rudern hier, also ich glaube, der hat auch schon durch den ein oder anderen Fight seine Reifen ordentlich in Probleme gebracht. 1,5 Sekunden von hinten droht also jetzt aktuell mal keine große Furcht, aber wir sind jetzt an Gasly dran, der macht das hier gut, ich probiere hier den gleichen Trick wie gegen beide McLaren, das reicht aber nicht. Jetzt sind wir an Pierre Gasly dran, soll ich es hier rein versuchen und tatsächlich bremse ich hier ganz, ganz spät und wir quetschen uns irgendwie an Perez, weil ich gerade da oben geguckt habe, an Gasly vorbei. Der wird aber tatsächlich seine Chance direkt wieder bekommen zu kontern, das war auch klar, weil der jetzt, ja, wir gehen mal hier so ein bisschen auf die Asi-Linie, reicht das? Ja, das reicht jetzt, um vor ihm zu bleiben. Wir blicken mal auf die Replay und das war echt ein ereignisreiches Rennen. Also wir hatten heute wirklich viele Overtakes, Wow-Momente und ich bin wirklich mega stolz, dieses heutige Rennen bestreiten zu dürfen, weil es eines der spaßigsten der bis jetzigen Season war. Und ich bin da wirklich auch sehr froh. Wir rattern hier auch drüber. Ihr seht es in Runde 17. Musste ich den Notausgang fast nehmen, muss ich sagen. Und das war auch diese Situation gegen Piastri. Ich habe da auch gar nicht mehr drauf gehalten, weil ich mir dachte, nein, das ist mir dann doch ein bisschen zu risky und zu asozial, wenn ich da so mit Absicht drauf halte. Der Haas hinter mir, das ist tatsächlich Charles Leclerc. Und Haas hat in dieser Season hier einen riesen Sprung gemacht. Und gegen Oscar Piastri konnten wir uns dann hier durchsetzen. Auch wenn das wieder von einigen von euch auch nicht gerade als optimal faires Überholmanöver gezeichnet wurde. Das war auch interessant. Also der fährt uns da vor die Nase und wird auch ganz, ganz langsam. Also ich dachte mir da auch so, huch, Bro, wo willst du hin? Wir sind in der 22. Runde und es hat nicht ganz gereicht, Perez einzuholen. Also der ist jetzt über 2,5 werden sogar noch werden, über 5, fast 3 Sekunden vor uns. Also ich bin trotzdem stolz. Wir holen den 5. Platz, Leute, und das, obwohl wir von P18 gestartet sind. Ich bin mega stolz. Tolles Rennen, geiles Rennen. Ich hoffe, ihr findet es auch so. Am Podium sind wir es ja leider nicht, aber die Siegerehrung gucken wir uns jetzt trotzdem mal an. Drive of the Day. Juhu! Und am Ende konnte niemand Max Verstappen aufhalten. Er holt sich den Sieg.
Heute war Entschlossenheit beim Überholen gefragt. Diese Art von Rennsiegen macht so viel Spaß, weil man nicht einfach so gewinnt. Da war heute harte Arbeit nötig. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Was für ein verdammt spannendes Rennen. Wir holen 10 Punkte und das auf einer Strecke, wo ich eigentlich nach dem Qualifying dachte, alles ist verloren. In der Weltmeisterschaft sind wir zu weit abgeschlagen. Gegen Carlos Sainz könnten wir noch durchgehen, weil wir sehen es auch hier in der Gesamtwertung, die Ferrari gar nicht stark sind. Also die sind nur 10 Punkte vor uns. Dann ist es, glaube ich, schon unmöglich. Aber der 5. Platz wäre natürlich ein Riesenfortschritt. Wir waren letzte Season, glaube ich, 6. oder 7. Jetzt 5. vielleicht auch. Dann noch mehr, vielleicht kommt noch eine andere Strecke, vielleicht kommen noch Upgrades, die uns dann hoffentlich endlich so ein bisschen in das vordere Mittelfeld bringen, weil die Qualifying sind halt wirklich echt noch immer noch unfassbar schwierig, unkonstant und vor allem natürlich auch unvorhersehbar. Also wenn wir da jetzt alle Unwörter hätten, Nico Hülkenberg leider ausgeschieden, das tut mir auch leid, weil der hat ein tolles Qualifying und war im ersten Run tatsächlich schneller als ich. Also obwohl meine Runde natürlich eher, der hat es gesehen in der Verbesserung, katastrophal war, muss man trotzdem sagen, Chapeau. Also dass der da so gut vorbeikommt oder so gut reinkommt und das in seinem, ja was ist das, 6., 7. Rennen? Ich glaube es ist das 7. Rennen, bin ich echt stolz auf ihn. So, da, hier einen neuen Sponsor gesucht. Wir gehen mal auf, ja die Kleberpickel werden wir uns hier noch aussuchen. Aber für heute soll es das tatsächlich mal gewesen sein. Ich würde mich freuen, falls ihr noch nicht habt, dass ihr gern kostenlos abonniert. Schaut gerne auf Instagram, auf TikTok vorbei. Links wie immer alle unten in der Bio. Und auf TikTok wird auf jeden Fall viel online kommen. Jetzt unterstrich Tobi, wir werden noch viel bringen. Bis dann die Formel 1 am 20. Oktober ihr nächstes Rennen am Kota bringen wird. Also bleibt unbedingt dran, bleibt geschmeidig. Morgen und übermorgen geht es hier auf YouTube weiter. Auch wieder mit der Formel 2 oder auch mit Audi, je nachdem. Aber auf jeden Fall eins der beiden Sachen kommen die nächsten Tage online. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.